Kaum zu glauben, es ist schon 20 Jahre her, dass ich nach Schwerin gekommen bin. Ich liebe diese kleine, lebendige Stadt. Viele Seen erstrecken sich sogar bis in das Stadtzentrum mit den historischen Gebäuden, wie dem Dom, dem Rathaus, dem Theater, dem Museum. Und natürlich unserem wunderschönen Schloss. Wie man immer noch hört, bin ich in Süddeutschland, in Bayern geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur wollte ich in die Welt hinaus, habe erst einmal eine Hotelfachschule in Montreux besucht und später dann noch Tourismus studiert. Viele schöne Jahre war ich in wundervollen Hotels in der Schweiz, in Florida und auf Mallorca. Bevor ich dann der Liebe wegen in Mecklenburg gestrandet bin. Meine Vergangenheit lässt mich auch hier nicht los. Und so habe ich mich vor 15 Jahren entschlossen, in meinem Haus Gäste zu empfangen. Am Rande des Schlossgartens, vis-à-vis eines der vielen Seen, liegt meine kleine Pension. Direkt neben der historischen Wassermühle, zu deren Ensemble früher einmal auch mein Haus gehört. Vor 20 Jahren, ich war noch ganz neu in Schwerin, bin ich auf einer Radtour auf das Haus gestoßen und habe mich sofort verliebt. Obwohl es über die DDR-Zeit doch ziemlich runtergekommen war. Immer wieder bin ich zu dem Haus zurückgekehrt, habe es in Gedanken schon eingerichtet, den Garten neu angelegt. Endlich 2001 konnte ich es kaufen. Heute ist das bereits 1813 gebaute und unter Denkmalschutz stehende Haus ein echtes Schmuckstück. In meiner Pension am Schlossgarten biete ich ein großes Doppelzimmer an mit einem gemütlichen und hellen Wohnbereich sowie einem optisch davon abgetrennten Schlafbereich. Außerdem habe ich ein Apartment mit eigener Küche und eigener Terrasse. Details sind mir sehr wichtig, wie beispielsweise schöne und hochwertige Bettwäsche und immer ein paar frische Blumen auf dem Tisch. Im Frühstücksraum bereite ich meinen Gästen auf Wunsch einen leckeren Start in den Tag vor. Im Sommer gerne auch im Garten, der meine große Freude ist. Und bei schönem Wetter so etwas wie das große Wohnzimmer für alle. Seit ungefähr 3 Jahren ist mein Haus über Airbnb zu finden. Neben meinen Gästen aus Deutschland habe ich so jetzt auch viele internationale Besucher. Nachdem ich so lange überall auf der Welt unterwegs war, habe ich jetzt die Welt bei mir zu Hause. Herzlich willkommen. Bienvenue, welcome, bienvenidos, benvenuti. Ich freue mich auf euch.